Hallihallo und willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. Der NRW bei 18 hier mit Buch 2. Rebellen. Oder? Rebels? Ja. Chapter 3. Trials. Hä, was denn jetzt? 2 oder 3? Still, Kindchen, still. Leg deinen Kopf auf dein Kissen, mein Kleiner. Bald bist du zu Hause bei Arma. Ich hab dich vermisst, mein Kind. Ich hab dich vermisst hier im Tiefen, im Dunklen, im Kalten. Komm zu mir, mein süßer kleiner Kien. Komm. Heim. Wie geht es ihm, Naane? Wird er überleben? Eure Magie hat ihn aus der Dunkelheit zurückgebracht. Meine Magie hat ihm geholfen zu bleiben. Aber nun ist es allein sein Kampf. Er muss sich entscheiden zu leben. Still, Kian, still. Bette deinen Kopf auf das Kissen. Bald bist du zu Hause. Im Tiefen, im Dunkeln, im... Warum halten wir ihn am Leben? Er ist der Feind. Lass das Fieber ihn verzehren. Nein, Liko. Wir haben ihn aus einem Grund hergebracht. Wir brauchen ihn. Lebend. Du hast mich befreit, Kien Alvane. Gib dir nicht die Schuld an meinem Tod. Das ist es, was ich wollte. Frei zu sein. Wiedergeboren zu werden. Wenn ich euch töte, werdet ihr jeden Ruck meiner Klinge spüren, während euer Leben versiegt. Euer Schmerz, eure Schande, eure Entehrung werden meine Rache sein. Und ich werde da sein, um zu erleben, wie eure Seele zu den niederen Reichen hinabsteigt, zum Schatten in diesem tiefen, dunklen, kalten Wasser. Sie können euch nicht ewig beschützen, Apostel. Am Ende werdet ihr euch euren Sünden stellen müssen und ihr werdet dafür bezahlen. Schlaf, mein Kind. Schlaf und wach nie mehr auf. Wir warten auf dich, wir alle. Wir warten im Tiefen, im Dunklen. Komm zu uns. Da draußen gibt es nichts mehr für dich. Du gehörst hierher, zu Arma, im tiefen, dunklen, kalten. Für immer und ewig. Ich muss gehen. Er wird bald aufwachen. Sorgt dafür, dass er isst und trinkt. Er wird sich erholen. Die einzigen Wunden, die ich nicht heilen kann, sind die in seinem Inneren. Diese muss er selbst heilen. Wach auf, Kian. Wach auf. Wach auf. Wo im Namen des Schattens bin ich? Wo bin ich? Sieh dich in der Enklave um. Erst soll ich einschlafen und nie mehr aufwachen und jetzt soll ich aufwachen. Also ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, dass in manchen Unterhaltungen man wirklich irgendwann abschaltet, weil sie einfach nur endlos lang werden. Aber nun gut, wir sind wieder hier bei Kian und ich bin gespannt, wie es jetzt hier bei ihm weitergeht. Wir haben ja beim letzten Mal, wo wir bei ihm waren, ja die Flucht aus dem Gefängnis da geschafft, sind dann durch dieses... Portal war das, glaube ich. Dann durchgeflutscht. Warum sie ihn nicht einfach getötet haben, als sie Gelegenheit dazu hatten. Schließlich ist er unser Feind. Er hat Raven ermordet. Ich habe gehört, er ist übergelaufen. Der Apostel ist jetzt anscheinend einer von uns. Ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Mhm. Okay. Ist aber bete groß hier. So, Rebell. Rebell. Scheiße. Er ist hier. Ja. Was, wenn er gehört hat? Psst. Sie warten in der Haupthalle auf euch. Stimmt es, dass Kapitän Bachim sein Leben geopfert hat, um euch aus der Mönchsfeste zu befreien? Er war ein guter Mann. Ich hoffe, das war es wert. Es freut mich zu sehen, dass ihr wieder auf den Beinen seid. Die meisten haben darauf gesetzt, dass das Fieber euch holt. Um ehrlich zu sein, habe ich reichlich Eisen gewonnen. Okay. Zimmerkontrolle. Keine Drogen. Keine Schusswaffen. Okay. Zimmer sauber. Wieder rein.
Wo geht's hier hin? Oh. Aha. Da, oh, da geht's ja. Moment, ist das die Haupt... will ich schon in die Haupthalle? Oder will ich mich hier hinten erst weiter umgucken? Ich glaube, ich will mich hier erstmal weiter umgucken. Wo ist denn jetzt der Kater schon wieder? Hallo, Anton. Hallo, Anton. Ah. Ist wieder zu mir auf den Stuhl gesprungen. Jetzt muss ich Platz machen, damit der Herr sich hier hinlegen kann. Nehm Mauch. So, muss ich ja Anton. So, ja, das scheint tatsächlich die Haupthalle zu sein. Aber ich möchte mich hier erstmal umgucken. Okay, das scheint die Bibliothek zu sein. Ah, okay. Aber keine Hotspots. Nichts. Servus. Alles sauber. Weitermachen. Kann ich da durch? Wow, ich komme da durch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, was liest du da? Na, lass mal gucken. Wie heißt der Titel des Buches? Oh, es ist ein schwebendes Buch. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass sich der Spieler das anguckt. Das Buch schwebt. 100 Pro, das schwebt. Ah ja. Game of Thrones, das Buch. Nun gut. So. Schade, wir können hier nichts machen, also dann in die Haupthalle mit uns und dann bin ich gespannt, was auf uns wartet. Wir können auch komischerweise nicht laufen. Schöne Bilder. Tong, das war der Kopf. Och, Anton. Leg dich doch hin. So, jetzt aber. Aha. Okay, hier ist schon ein bisschen mehr los. Gut gekleideter Rebell. Wieso gut gekleidet? Dieser da ist besser gekleidet als die meisten anderen Rebellen. Er passt nicht so ganz zu ihnen. Aha, und das heißt? Kann ich jetzt hier irgendwas anfangen mit dem? Kann ich den entkleiden oder was? Ich glaube nicht, dass er schon viele Gefechtseinsätze hatte. Okay. Vorsicht, dem okay. Da hätte er eigentlich jetzt durchbrechen müssen, aber gut. So, was ist das hier für eine dunkle Ecke? Was wird hier so geschrieben? Na, gar nichts. Na, super. So, ich muss jetzt ein bisschen auf meinen Festplattenspeicher luren, so nebenher. Dass mir hier gleich die Aufnahme nicht... Der Verräter ist wieder auf den Beinen. Gepriesen sei das Gleichgewicht. Was machen eure Wunden? Meine Wunden sind noch nicht vollständig verheilt. Sie haben sie versorgt und sich um mich gekümmert, während ich im Fieber lag. Sie wissen sicher, dass ich noch schwach bin. Das muss eine Prüfung sein. Ich habe noch Schmerzen, aber vor diesen Fremden werde ich keine Schwäche eingestehen. Ich werde ihre Fragen nicht beantworten, bis ich weiß, wer sie sind und was sie von mir wollen. Mit meinen Wunden ist alles gut. Was ist das für ein Ort? Ihr wollt mit der Information wohl zu euren Herren laufen und euch euer Leben zurückkaufen, hä? Liko, ihr seid in der Enklave, der alten Bibliothek, die der Wächterorden des Gleichgewichts in Maguria aufbaute. Sie dient uns als Ausgangsbasis. Uns? Dem Widerstand, Alvane. Denen, die sich zum Kampf gegen die Asadi zusammengefunden haben. Magische wie sie und ich. Ich erinnere mich... an den Kapitän. Er hat mein Schwert genommen und sich damit durchbohrt. Sein Blut klebt an meinen Händen. An das Portal. Blutmagie. Der Schatten hat mich verflucht. Die Göttin wird mich nicht mehr berühren. Ich werde nie auf den Hängen des ersten Berges wandeln. Das Portal. Ihr habt Blutmagie eingesetzt, um mich hierher zu bringen. Euer Platz im Jenseits ist euch wichtiger als der Mann, der euch das Leben gerettet hat? Ihr seid sein Opfer wahrlich nicht wert. Balsai Bachim hat sein Leben für eures gegeben, Kien. Warum? Glaubt mir, ich habe dieselbe Frage gestellt. Warum? Warum einen großartigen Mann wie Bachim für euch verlieren? Ein Schlechter, ein Apostel, einen verfluchten Asadi. Er beleidigt mein Volk. Die Asadi haben Verbrechen begangen, ja.
Aber die Verantwortung dafür liegt bei unseren Anführern, nicht bei jedem einzelnen Asadi. Diese Kreatur, dieser Mann, ich habe in meinem Leben viele Dolmari gesehen, aber an dem hier kommt mir irgendetwas vertraut vor. Kenne ich euch? Vielleicht. Andererseits sehen Angehörige meines Volkes für euch doch alle gleich aus, oder nicht? Wir sind Vieh. Ich habe meinem Volk den Rücken zugekehrt. Ihr seid jetzt also auch noch ein Verräter, Kien Alvane. Das fügen wir eurer Liste von Verbrechen hinzu. Ich werde niemanden, schon gar keinen Dolmari, so mit mir reden lassen. Mein Leben wurde mir bereits aus der Hand genommen. Warum haben sie all diese Opfer für einen Verräter und Feind gebracht? Warum bin ich hier? Wir haben euch auserwählt. Für euer Leben haben wir Kapitän Bachim in den Tod geschickt. Wir brauchen euch. Als ein Symbol. Aber auch für so viel mehr. Wir brauchen Stärke. Wir brauchen Führung. Wir brauchen Hoffnung. Unsere Zahlen schwinden. Die meisten Nordländer haben sich mit der Besatzung der Asadi abgefunden. Menschen wenden sich vom Widerstand ab und verschließen die Augen vor dem Völkermord an den Magischen. Wir brauchen jemanden, der uns Hoffnung gibt, damit wir uns wehren und siegen können. Ihr seid ein Werkzeug, Apostel. Eine stumpfe Waffe, nichts weiter. Wir brauchen eure Hilfe, Kien. Werdet ihr euch uns anschließen? Habe ich eine Wahl? Es gibt immer eine Wahl. Und jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ihr könnt mich nicht gehen lassen. Und wenn ich mich weigere, werdet ihr mich töten. Wir werden euch vielleicht ohnehin töten. Gebt mir nur einen Grund. Wir haben so viel geopfert, um euch herzubringen. Das ist eure Chance auf einen Neuanfang, Kien. Ein neues Leben. Auf die Erlösung, die ihr sucht, wie ich weiß. Also zum einen bin ich eine stumpfe Waffe und werde trotzdem hier mit Morddrohungen konfrontiert. Auf der anderen Seite sind wir auserwählt und sollen ihnen helfen, weil wir Stärke repräsentieren. Was denn nun? Ich kann niemals einer von ihnen sein. Aber welche Wahl bleibt mir? Ich habe keinen Platz mehr, keinen Glauben, keine Mission. Was spielt es für eine Rolle, dass ihr Widerstand nicht meiner ist? Indem ich gegen mein Volk kämpfe, könnte ich es retten. Sollen sie mich doch einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Sollen sie mich doch töten. Ich werde nie einer von ihnen sein. Oh, scheiße. Ich hasse solche Entscheidungen. Verdammt nochmal. Was soll ich für euch tun? Ihr werdet heute Abend in die Stadt gehen mit Liko und Enu. Sie werden euch Anweisungen geben. Und euch im Auge behalten, um sicher zu gehen. Zu helfen, falls nötig. Ich werde euch aus den Schatten beobachten, Apostel. Ein Giftpfeil wird direkt auf eure Brust gerichtet sein. Ihr wisst, dass wir für die richtige Sache einstehen. Ihr wisst, dass euer Volk im Unrecht ist. Tut das und beginnt eure Reise zurück ins Leben. Ich tue es für April Ryan. Sie war diejenige, durch die ich an mir zweifelte, an meiner Mission, an meinem Glauben. Verflucht, Asi. Ihr könnt nichts tun, um diese Schuld je zu begleichen. April ist tot, Kien. Tut es stattdessen für all die, die noch leben. Tut es für die Seele eures Volkes. Tut es für euch selbst. Das Boot wird bald hier sein, um euch zum Zwielichtskai in der Altstadt zu bringen. Ich lasse euch wissen, wenn es soweit ist. Nachdem ihr eure Mission erledigt habt, treffen wir uns in Ulwigs Taverne. Und falls ihr nicht aufkreuzt, jagen wir euch und ziehen euch die Haut ab wie einem Kaninchen. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass ich kein Kaninchen bin. Lasst es drauf ankommen. Liko, genug! Ich mag den Typen nicht. Sprich mit den anderen Rebellen Enu, Liko, Yaki und dem einst blinden Bob. Wo ist der blinde Bob? Ach, Herr Jemine. Ihr habt euch gut erholt, Kien. Eure Wunden waren tief. Ihr seid stark. Ihr habt mich ins Leben zurückgeholt. Ich bin immer noch nicht sicher, weshalb oder wofür. Wir hätten euch nicht gerettet, wenn wir nicht an euch glauben würden.
Der Dolmari sieht das anders. Der Dolmari hat einen Namen und Liko hat seine Gründe. Vielleicht möchtet ihr mit ihm sprechen. Was, wenn er recht hat? Was, wenn ich nicht der Mann bin, für den ihr mich haltet? Das spielt keine Rolle, Kien. Ihr seid wiedergeboren worden. Ihr könnt der Mann werden, der ihr sein wollt. Nicht jeder erhält eine Chance auf Erlösung, die Schäden zu beheben, die man angerichtet hat, und seine eigene Zukunft zu gestalten. Der Kapitän sagte das Gleiche, nur mit anderen Worten. Balsai ist... Er war ein Mann, der seine Meinung sagte, und das ganz offen. Ich bin nie jemandem begegnet, der so farbenfroh fluchen konnte wie er. Das war tatsächlich etwas Schönes. Aber auch er hatte eine Vergangenheit, die ihn heimsuchte. Er war euch sehr ähnlich. Bei uns erhielt er eine zweite Chance, eine Wiedergeburt, eine Gelegenheit zur Erlösung, seine Sünden zu sühnen. Und das tat er. Ich höre jetzt so oft Wiedergeburt hier. Es passt irgendwie mehr so in Kapitel 1. Vorerst kann ich hier mehr bewirken als irgendwo sonst. Ich stecke zwischen den Welten und bin Teil von keiner. Ich gehöre nicht hierhin. Ich gehöre nirgendwo hin. Na, ich würde eher schon das hier nehmen. Vorerst. Ich werde versuchen, euch nicht zu enttäuschen. Ich glaube an euch. Erzählt mir nichts vom Glauben, Hirtin. Glaube ist alles. Glaube kann in die Irre führen. Blinder Glaube, ja. Aber Glaube kann auch zurück ins Leben führen. Wir werden euch helfen, eure Augen zu öffnen. Kien, würdet ihr eure Geschichte mit mir teilen? Ich habe nur Bruchstücke gehört, Gerüchte. Es steckt sicher mehr dahinter. Och nö, rekapituliere. Sie hat mich gerettet und mir eine zweite Chance auf das Leben verschafft. Sie glaubt an mich, obwohl ich alle Hoffnung aufgegeben hatte. Wenn jemand die ganze Geschichte verdient hat, dann sie. Ich möchte die Vergangenheit hinter mir lassen. Ich erinnere mich daran, das genügt vorerst. Sie meint es gut und ich werde nichts vor ihr verbergen. Aber bis ich den Weg vorankenne, schaue ich nicht zurück. Okay, es tut manchmal ganz gut, mal die Vergangenheit rekapitulieren zu lassen. Natürlich, Hirtin. Vor all dem hier war ich der Apostel. Zu Hause in Asadia wurde ich geliebt und gefürchtet. Ich fuhr im Namen der Göttin auf unsere Feinde nieder. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde ich zu den 6, unseren Herrscherinnen, gerufen. Sie befahlen mir, über das Meer zu den besetzten Gebieten des Nordlands zu reisen. Ich sollte den Rebellenführer finden und töten, den man den Skorpion nannte. Er hatte viele Reinblütige umgebracht und stand unserer Mission im Wege. Ich war immer gelehrt worden, Magie sei böse, ein Affront gegen die Gesetze der Natur und die Göttin. Mir war gesagt worden, die magischen Völker seien gefährlich und unmoralisch. Aber als ich hier im Nordland ankam und den Bewohnern Makurias begegnete, die magischen waren nicht die einfältigen Monster meiner Kindergeschichten. Magie war nicht bloß ein Werkzeug für Bösewichte. Sie war wesentlich komplexer. Dann traf ich April Ryan, die Rebellenführerin. Natürlich wusste ich es damals noch nicht. Sie war eine Fremde, unsere Begegnung Zufall. Aber jetzt weiß ich, es war vorherbestimmt. Sie war stark und ehrbar und gut. Sie bot mir die Stirn, stellte meine Überzeugungen in Frage, meinen Glauben, meine Mission. Ihre Stärke ließ mich zweifeln, an allem. Trotzdem verfolgte ich den Skorpion und den Widerstand, blind, aus dem Glauben heraus. Schließlich spürte ich den Skorpion auf. April Ryan. Ungläubige, Terroristin, Rebellenführerin. Nichts ergab mehr Sinn. Aber eine Entscheidung musste getroffen werden. Die Konsequenzen waren unvermeidlich. Mein eigenes Volk schickte mir Hescher nach. Mein blinder Glaube führte sie zu ihr, zu April. Sie brachten sie um, dezimierten den Widerstand, verurteilten mich zum Tode. Ein Jahr lang schmachtete ich in der Mönchsfeste. Ich war bereits tot, ein wandelnder Leichnam. Ich hatte alles verloren. Ich hatte aufgegeben. Aber jetzt kann ich mich und mein Volk rehabilitieren. Beim Neuaufbau des Widerstands helfen. April Ryan rächen. Und jenen Gerechtigkeit bringen, die ich verletzt habe.
Dafür bin ich dankbar. Natürlich. Ich danke euch. Wenn ihr mit den anderen gesprochen habt und bereit seid aufzubrechen, kommt wieder zu mir. Okay, danke. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit allen... Oh, mit ihm hier ganz besonders. Der Apostel hat sich also endlich erhoben. Eine Schande, dass das Fieber euch nicht getötet hat. Wir wären alle besser dran. Eine noch größere Schande, dass ein guter Mann sterben musste, damit ihr leben könnt. Boah, super. Er hasst mich. Und warum sollte er das auch nicht? Sein Volk hat meinem Leid und Tod gebracht. Und wir haben es doppelt vergolten. Wir werden immer Feinde sein. Ganz gleich unter welchen Umständen. Ich werde niemals zulassen, dass jemand so mit mir spricht. Ich bin mir wieder sicher, dass ich diesen Dolmari schon mal gesehen habe. Wir sind uns bereits begegnet, Dolmari. Ich weiß es. Das sind wir. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr noch wisst, wo. Sicher hat es euch wenig bedeutet. Nur eine weitere Blauhaut unter den Tausenden, die ihr ermordet habt. Wie ihr stamme ich aus dem Westen, von dem großen Kontinent, den wir in Tikva Abar nennen. Land der untergehenden Sonne. Der Ort, den euer Volk Mihanmir nannte und dann Asadir. Als ob er durch die Besatzung in euren Besitz übergegangen wäre. Ihr gehört den Asad-Dolmari-Stämmen an. Ich bin einer der Dol Entikva, der West-Dolmari, der ersten meines Volkes. Und ja, wir sind uns bereits begegnet, Apostel Alvane. Ihr habt meinen Vater vor meinen Augen ermordet. Hätte meine Mutter mich nicht zurückgehalten, dann hätte ich euch die Kehle rausgerissen. Und keiner von uns wäre heute hier. Wir standen einander noch einmal gegenüber, Jahre später. Aber daran erinnert ihr euch sicher auch nicht. Was bedeutet schließlich schon ein weiterer dreckiger Magischer? Ihr habt mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und eines Tages, schon bald, mache ich euch zunichte. Ich habe der Hirtin geschworen, dass ich meinen persönlichen Groll beiseite stelle. Vorerst. Im Gegensatz zu euch halte ich meine Eide. Aber wenn ich je Verdacht schöpfe, dass ihr vorhabt, uns zu hintergehen, so wie ihr die euren hintergangen habt, dann werde ich nicht zögern. Ich werde euch töten. Und sobald dieser Krieg vorbei ist, begleiche ich die Rechnung. Ihr werdet für den Tod meines Vaters bezahlen, für den Kummer meiner Mutter und das Leid meines Volkes. Merkt euch meine Worte, Schlechter. Eure Tage sind gezählt. Puh! Das ist ein Arsch. Ein Licht der Göttin. Liko ist ein Dolmari aus Asadir. Wir sind im Krieg gegen seine Stämme, solange irgendjemand zurückdenken kann. Hm. Okay. Naja, das sind ja nicht gute Voraussetzungen. Freunde, aufgrund der Zeit würde ich sagen, dass wir die anderen... Also jetzt mal ganz ohne Quatsch. Hier fahren seit ein paar Monaten am Tag so viele Krankenwagen und Feuerwehren durch. Ey, das ist unglaublich. Und das Lustige ist, es war sogar in den Medien, dass das jetzt tatsächlich zugenommen hat im Vergleich zum Vorjahr. Was passiert mit den Leuten? Ach, egal. Unsere Wasservorräte sind gefährlich knapp. Und ich rieche im Wind keinen Regen. Du wirst heute Abend den Felsen hochsteigen müssen, um die Fässer aufzufüllen. Nimm Anik mit und Ina auch. Beide wollten unbedingt was tun. Sie wird Wache stehen, während ihr zwei die Fässer hochzieht. Interessiert die gar nicht. Ich habe gehört, dass unsere Körbe leer sind. Bis auf diese schreckliche Fladenbrot. Also Freunde, wir sehen uns in der das sieht sehr komisch aus, wie die da steht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Dreamfall Chapters. Dann reden wir mit den anderen beiden und ja, dann würde ich sagen, geht unsere Reise weiter. Macht es gut, bis dann. NRW bei 18. Adieu.